Servus Leute und willkommen zurück zu Cities:XL 2012. Ja, wir haben letzte Folge ein bisschen in diesem Latino-Viertel weitergebaut. Ihr meintet in den Kommentaren, dass es in italienischen Städten oder halt in südlichen Städten durchaus üblich ist, dass dieser Kirchturm weiter weg von der Kirche steht. Kann durchaus sein, ich lasse den aber jetzt hier mal stehen, weil ich gerade auch keinen besseren Platz wüsste. Ich meine, man könnte den jetzt ein bisschen hier weiter Richtung Straße versetzen oder hier irgendwo rein. Aber ich glaube, das lassen wir mal so. Gut, hier haben wir vorne noch, hier könnten wir dieses Gebiet hier noch schließen, damit wir zumindest mal die Straßen hier fertig haben. Moment. Dup, 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 dup. Falls momentan irgendwie mal lückenhafte Videos kommen und auch mal ein paar Cities:XL ausfällt, bitte nicht wundern. Ich habe momentan nicht immer Lust, irgendwas aufzunehmen, sage ich mal so. Also geht auch mal manchmal, bei mir ist auch mal manchmal irgendwie die Luft raus quasi. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich nicht mal eine Let's Play Pause mache, aber so extrem ist es dann doch nicht. So. Gut. Was es hier alles für Häuser gibt, wundert mich immer wieder. Aber gut, das Problem ist, wir müssen jetzt hinten so ein bisschen kleiner werden und auslaufen lassen die Stadt, weil sonst kommen wir hier nicht mehr klar. Man könnte natürlich jetzt zum Schluss hier diese Villen wieder nutzen, weil die ja so ein bisschen in diesen Stil auch passen. Das Problem ist, nee, das sind Führungskräfte, das würde sogar noch gehen. Spitzenkräfte will ich nämlich eigentlich hier Richtung Autobahn nicht haben. Ach ja, ich wollte ja auch noch was gestalten, und zwar eine direkte Autobahnabfahrt quasi für das Latino-Viertel oder sowas in die Richtung. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, wie das gestaltet wird. Man könnte natürlich auch jetzt... Könnte ich denn das machen? Ich hätte eine Idee. Moment. Machen wir das mal so. Ihr kriegt eure Straße gleich wieder, nur ein bisschen größer. Moment. Das kann auch mal weg. Ja, das Problem ist, ich muss hier dann schauen, wie ich die Straße dann anbinde. Das wird ein bisschen kritischer, sage ich mal. Und ich sollte vielleicht, glaube ich, von Anfang an Brücken nehmen, sonst... Naja, ihr kennt das Problem ja. So... Was haben wir hier schon wieder? Zwei unterschiedliche Straßen. Jep. So bis hier und dann bis hier weiter. Ich möchte nämlich hier an sich... Ja, wie mache ich denn das jetzt? Kann es jetzt theoretisch einfach so anbinden. Ob das jetzt so direkt gewollt ist, weiß ich jetzt nicht. Kann man erstmal so machen. Die Straße hinten weiß ich noch gar nicht, wie ich die hinbaue. Das wird sich dann zeigen. Jetzt müssen wir nur schauen, wie wir die Verbindung hier hinkriegen. Ich meine, ich kann jetzt einfach sagen, hier so ran. Dann haben wir halt hier eine kleine Schräge drin. Wäre an sich jetzt, glaube ich, gar nicht so das Drama, oder? Ich meine, das kann man mit einer Plaza füllen oder mit Bäumen. Also in unserem Fall dann halt Palmen. Was ich auch noch sagen wollte, falls irgendwelche Folgen später kommen, bitte auch nicht wundern. Ich nehme die momentan immer so ein bisschen on demand auf, also quasi am Tag, wo es released wird. Und da kann es immer sein, dass sich da was verzögert. Also bitte nicht wundern, ne? Nur damit ihr es wisst. So. Gut, das können wir... Ja, theoretisch könnten wir es so durchziehen. Ob ich das jetzt will, weiß ich nicht. Ich ziehe es mal so durch. Vielleicht können wir es auch später nochmal ändern. Sieht irgendwie ein bisschen seltsam aus hier, ne? Ja, wobei geht eigentlich. Kann man so eigentlich anbieten. Ich will halt hier auf jeden Fall mal weiterkommen. Das ist auch mal mein Ziel. Das Problem ist, die kann man theoretisch schon hier auch nutzen. Aber die passen hier halt leider nicht rein. Die passen in eine deutsche Innenstadt, ja, aber... Ich will hier nicht auch kein deutsches Viertel an sich machen, weil es hier nicht reinpasst. Das passt in die US-Stadt irgendwie nicht. Bin ich zumindest jetzt der Meinung, dass das so wäre. Vielleicht täusche ich mich da auch, aber ich glaube, dass das einfach irgendwie nicht passen würde. So, hier muss da jetzt da einfach weitergebaut werden. Dem kann ich nicht entfliehen. Auf jeden Fall finde ich das Set echt nett hier. Da kann man echt sau viel draus machen aus diesem Pack. Ich bin auch immer dankbar für solche Packs, dass es die gibt. Da finde ich echt ein Fan von immer. Aber naja, es ist halt auch Modding-Aufwand, den man da braucht, ne? Jetzt hier hinten würde ich gern
eventuell mit Ding arbeiten, mit Willen arbeiten. Schauen wir mal, ob das was wird. So. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo die Willen sind überhaupt. Müssten ja bei den Führungskräften dann irgendwo sein. Oder sind die gar in... Man könnte natürlich auch die hier noch nutzen, ne? Ich meine, das würde ja auch passen, ne? Das ist ja auch so ein bisschen der Baustil hier. Ja, das jetzt nicht unbedingt. Das ist sogar die gespiegelte Seite quasi davon. Also sowas kann man auch hier wunderbar einbringen, glaube ich. Das passt hier super rein. Solche Gebäude. Die sind auch in diesem Stil gehalten und da kann man dann auch gut mitarbeiten. Oder sowas natürlich. Das ist jetzt... Kann man auch so zusammenstückeln. Das ist ein bisschen so wohnblockmäßig. Wobei, passt das hier rein? Irgendwie nicht so, oder? Nee, das passt hier nicht rein. Das passt hier beim besten Willen nicht rein. Passt sowas hier? Von der Dachfarbe, ja, das würde eigentlich auch passen, oder? Das ist so ein bisschen die modernere Architektur quasi. Aber wenn, dann müssen wir diesen Baustil hier beibehalten quasi. Diese Dachfarbe, weil das Blau passt dann überhaupt nicht dazu. Das kann ich dann auch nicht bringen. Jetzt bauen wir hier mal so eine lange Reihenhauslinie quasi. Mal schauen, wie das aussieht. Kann man eigentlich anbieten. Sieht zwar aus wie eine riesen Fabrikhalle, wenn man von den Dächern nur ausgeht, aber naja gut. Kann man ja mal machen. So, leider gibt es ja keine Mittelstücke. Man muss das also immer in so Zweierblöcken quasi bauen. Dass man die immer so zusammensetzt. Da hätte ich gern ein Mittelstück für. Das wäre echt nett, wenn es sowas geben würde. Aber man kann ja nicht alles erwarten. Also, ich meine, es gibt eh schon genug. So, das passt hier eigentlich. Das ist ein bisschen klein hier eventuell. Könnte man da noch irgendwas unterbringen? Höchstens vom Latin-Pack noch irgendwas. Ja, man könnte das hier noch mit einem Gebäude abschließen, aber ich glaube, das passt hier nicht so direkt. Die sind zu groß. Das hier eventuell noch. Also es hat halt so eine... Das hat halt so, so einen blöden Abschluss hier. Das kann man eventuell hier noch dran setzen. Das wird vielleicht ganz gut noch passen. Hier das Eckhaus. Sieht jetzt zwar nicht unbedingt sehr attraktiv aus, aber man kann es machen, theoretisch. So als Eckbau hier. Ich meine, was will ich hier sonst bauen, ne? Irgendwie muss ich das ja noch gestalten. Sieht vielleicht besser aus, wenn ich da das nehme, oder? Ne, wobei, das ist das gleiche Gebäude wieder. Und dann hier als Abschluss vielleicht sowas. Ich meine, hier hinten will ich jetzt eigentlich nicht lang bauen. Das kann man dann mit... Das lassen wir dann quasi als Ausläufer mit Palmen gefüllt. Moment. Da. So. Ja, sieht eigentlich ganz annehmbar aus hier. So ein bisschen dieser südliche Stil. Jetzt weiß ich nur immer noch nicht, wo diese blöden Villen sind. Also nicht die großen, sondern die ganz kleinen. Sind die vielleicht bei Spezialgebäude drin? Ich weiß es jetzt echt nicht mehr. Was sind denn die Dinger nochmal? Das schon wieder komplett vergessen. Sind die bei... ja, okay. Ach, vermutlich beim Amerika-Pack, ne? Ja, da sind sie. Ich suche die ganze Zeit im Europa-Pack und wundere mich, warum die da nicht drin sind. Hm. Finde den Fehler. So, das ist, sieht aus wie eine Schildkröte, das Haus. Immer noch. Und das kann man da auf jeden Fall machen, als Ausläufer quasi in dem Sinne. Dass das ein bisschen hier so einen Übergang schafft. In die niedrige Dichte wieder. Das ist ja halt einfach so eine Grenze dieses Latinviertels. Damit es nicht einfach so abrupt endet. Und wir haben wieder ein paar Führungskräfte mehr. Das sollte unsere Büros ja eigentlich freuen. Hoffe ich zumindest. Wäre nett, wenn die mal wieder arbeiten würden. Tun ja sonst den ganzen Tag nichts. So. Das sieht irgendwie seltsam aus hier vorne. Nee, das lasse ich mal.
So, hier in die Richtung müssen wir dann noch irgendwie erweitern. Ich weiß noch nicht wie. Das wird sich zeigen. Ich bin da noch ein bisschen unschlüssig, wie wir das alles machen. Die Lücke könnten wir mal füllen. Da wird jetzt hier eventuell noch eine kleine Reihe Villen. Und dann hier normale Häuser, keine Villen mehr. Damit wir da noch was hinkriegen. Moment. Ich muss nur aufpassen, dass ich keine mit dem grauen Dach baue, weil das passt hier nicht dazu. Die Dächer müssen schon, wenn dann braun oder so orange oder rot sein, sonst passt das nicht dazu. Hier drüben, das passt eigentlich. Ja, wobei kann man eigentlich auch gelten lassen. Also so pingelig braucht man dann auch nicht sein. So. Ach du gute, das kann ich ja direkt durchziehen. Das finde ich ja cool. Theoretisch könnte ich's. Mache ich jetzt mal. Wobei ich mir noch nicht so sicher bin, ob ich das so lasse. Weil das sieht irgendwie ein bisschen strange aus. Wobei kann man eigentlich lassen, oder? Bin mir da ein bisschen unsicher. Wir brauchen auch noch Spitzenkräfte. Das Problem ist, hier passen sie irgendwie nicht so ganz hin. Die müssen Richtung Strand und da haben wir leider ja noch kein richtiges Konzept, wie ich das weiterbauen möchte da. Weswegen das vermutlich noch ein bisschen dauern wird. Müssen wir da mal was machen. Aber na gut, irgendwann kommt schon was hin. Bin ich mal zuversichtlich. So, hier direkt an der Hauptstraße zu wohnen, ist bestimmt auch sehr angenehm. Ich meine, an einer vierspurigen Hauptstraße wohnen ist irgendwie, glaube ich. Ich kann mir Angenehmeres vorstellen, glaube ich. Aber naja, gut, muss man halt hier auch mal mit leben in City 6L, ne? Kann ich jetzt hier noch eine Straße reinbauen? Eigentlich schon, weil sonst ist der ganze Platz hier innen drin ungenutzt. Das will ich auch nicht. Widerspricht so ein bisschen dem Konzept einer dichten Stadt. Hallo? Danke. Ach ja, jetzt geht das wieder los mit den kurvigen Straße hier. Müssen wir das mal manuell hier. Was ist denn jetzt hier falsch? Ja, so lange baue ich das bestimmt nicht. Ja, dann müssen wir die Straße hier enden lassen, hilft ja nichts. Warum ist die überhaupt so hässlich geschwungen? Aber gut. Dann können wir hier drüben das noch füllen und dann haben wir das auch genutzt. Zumindest zu einem kleinen Teil, sage ich mal. Ein bisschen was bleibt leider ungenutzt, aber das ist ja auch nicht das Problem jetzt. Ist ja hier alles eigentlich noch Vorortcharakter. Ja, das ist ein bisschen doof, dass das hier hinten jetzt ungenutzt bleibt. Man könnte eventuell noch die Straße hier nach hinten verlegen, verlängern. Moment. Dass man die hier noch lang führt, das würde noch gehen. Dann kriegen wir zumindest ein paar, ja gut, zwei Häuser statt einem ist jetzt auch nicht die Welt, aber naja gut. Immerhin ein Haus mehr. Ah, so geht's. Perfekt. Ist zwar ein bisschen groß geraten vielleicht, aber das geht schon. Hinten können wir das leider nicht machen, schätze ich mal. Will ich auch gar nicht. Alter, dieses Interface laggt so dermaßen manchmal, das ist der Wahnsinn. So. Das ist auch das größte Problem eigentlich des Spiels, dass das Interface so laggt. Weil das Spiel selber, ja, es laggt zwar auch, aber es hält sich irgendwo noch in Grenzen. Aber das Interface ist halt gerade das Problem auch. Gut, bauen wir die Reihe, bauen wir da einfach noch so Häuser hin? Ich glaube schon, ne? Ich meine, wir brauchen ja eh Führungskräfte. Insofern passen da einfach so ein paar Villen hin. Ich verabschiede mich auch jetzt langsam mit von diesem Latino-Stil. Weil es hier dann wieder Richtung normaler Stil geht. Insofern würde es jetzt irgendwie fehl am Platz aussehen, glaube ich. Hallo Haus, bau dich mal, danke. Ah. So, besser. Nein, ja, das wird knapp mit dem einen Haus, aber wir könnten ja noch ein so eins hinbauen. Das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Ja, das zweite passt dann nicht mehr, leider. Hier müssen wir das dann irgendwie füllen.
Buslinie ist überlastet. You don't say. Ich muss mich echt mal um das Bussystem hier kümmern. Ich müsste auch echt mal eine U-Bahn anlegen. Aber da muss ich wieder die halbe Innenstadt abreißen, was jetzt irgendwie auch nicht so das Wahre ist, glaube ich. Kann man zwar machen, aber ist jetzt auch nicht so angenehm. Ich muss mir sowieso mal einen Platz für das One World Trade Center aussuchen. Und mir ist letztens noch aufgefallen, dass ich hier die Abfahrt vergessen habe. Mit einzuplanen. Da muss ja noch eine Abfahrt rein. Da muss ich dann... Ne, das mache ich aber dann, wenn ich das Ding baue. Das muss ich irgendwann mal machen. Momentan ist unser Wahrzeichen der Stadt ja dieser Turm hier eigentlich. Das ist momentan das höchste Gebäude in der Stadt. Und ich würde sagen, beim World Financial Center irgendwo in dieser Gegend soll sich dann auch das One World Trade Center erheben. Oder irgendwo ganz woanders. Das kann man natürlich auch machen. Man kann es natürlich hier davor in das... Ne, das Wohngebiet ist auch doof, ne? Hier ist so ein bisschen so eine kleinere, so eine niedrigere Dichte. Man kann jetzt theoretisch dieses Gebiet so ein bisschen planieren und da das One World Trade Center reinklatschen. Direkt beim World Financial Center quasi. Weil hier ist eh so eine Lücke drin. Ich weiß jetzt aber nicht, ob dann die Innenstadt nicht ein bisschen zu extrem wirkt. Ich meine, wir haben hier hinten ja noch unser Bürogebiet. Wir könnten es eventuell auch hier reinbauen. Dann haben wir aber so ein... Ja, dann ist es ein bisschen so exponiert. Wie sähe das denn aus? Wenn hier draußen noch ein Wolkenkratzer steht, das kann man eigentlich noch anbieten, oder? So als neues Bürogebiet quasi. Können wir das eventuell hier noch mit reinbauen? Ich muss es nur finden. Aber ich glaube, das ist recht weit vorn. Da ist es. Freedom Tower hieß der ja mal. Jetzt heißt es One World Trade Center, das Ding. Ob der jetzt groß was um ist, ist die andere Frage. Aber naja. Es wird, glaube ich, dieses Jahr eingeweiht, wenn mich nicht alles täuscht. Dann stellen wir das hier so ein bisschen an die Autobahn ran. Und gönnen uns davor quasi so eine kleine... Naja, aber ich muss ein bisschen Abstand lassen. Wegen der Autobahn später. Machen wir das mal hier hin und schauen, wie es passt. Das dauert jetzt eh ein bisschen, bis das gebaut wird. In der Zeit können wir uns ja um... Randung kümmern. So, wie machen wir das jetzt? Ich kann jetzt natürlich hier davor einfach so eine Plaza reinsetzen. Könnte man theoretisch auch so machen, aber irgendwie sieht das ein bisschen seltsam aus, oder? Ja, ich glaube, das sieht seltsam aus. Das lassen wir lieber. Man kann es natürlich kleiner machen ein bisschen. Ich würde aber sagen, wenn, dann ziehen wir es hier rum. Machen das quasi so, wobei das jetzt natürlich wieder nicht passt, weil es irgendwie eben sein müsste. Das wird hier wieder nicht funktionieren, ne? So müsste man das machen. Ja, hier geht's jetzt aber nicht. Hier kann ich das nicht machen. Ich müsste das also hier enden lassen. Als Vorplatz quasi. Moment mal. Ich glaube, es ist gerade fertig geworden, ne? So, wie sieht das aus hier? Erstmal laggt's wie Hölle. Ich glaube, das kann man sogar als Ausläufer da stehen lassen. Es hat halt eine sehr exponierte Lage jetzt quasi, weil es in diesem neuen Bürogebiet drin steht. Aber ich glaube, wenn da außenrum mal ein bisschen was steht, sollte sich das schon ganz gut einfügen hier auf der Seite. Also wenn hier noch ein bisschen voll gebaut wird, ein bisschen was Höherem vielleicht hier noch und so, dann kann man das vielleicht ganz gut gelten lassen. Habe ich das Two World Trade Center gebaut? Ich glaube, das könnte man dann eventuell direkt daneben stellen, wenn das nicht zu übertrieben wirkt. Ich schaue es mir mal an. Und das Two World Trade Center ist jetzt auch nicht klein. Ich muss das Ding nur finden. Wo ist es denn? Ich sollte übrigens mal einen Cut machen. Das bauen wir nächste Folge. Man sieht sich morgen in der nächsten Folge und bis dahin. Servus.